Es wird angenommen, dass die Stadt Pompeji im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung untergegangen ist und danach über 1700 Jahre unter einer Decke aus vulkanischer Asche und Bimsstein begraben lag. Andreas Tschurilow, Maschinenbauingenieur und leidenschaftlicher Geschichtsanalytiker, ist sich sicher. Nicht der von Plinius beschriebene Vesuv-Ausbruch zerstörte 79 nach Christus Pompeji, sondern eine viel spätere, historisch belegte Eruption im Jahre 1631. Pompeji und Herculaneum finden sich auch auf der Karte Tabula Peutingeriana, die in das 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung datiert wird. Auf Landkarten des 15. und 16. Jahrhunderts, in Büchern zu jener Zeit und Illustrationen zum Vesuv-Ausbruch von 1631. Auf dem Weg von Neapel zu Torre Annunziata kann man auf der Fassade der Villa Pharaone Menela ein lateinisches Epigramm, das den Opfern des Vesuv-Ausbruchs im Jahre 1631 gewidmet ist, betrachten. In der Liste der vernichteten Städte werden dort die Städte Pompeji und Herculaneum erwähnt. Soll es bedeuten, dass Pompeji und Herculaneum wirklich erst nach diesem Dezemberausbruch des Jahres 1631 untergegangen sind? Wobei Johannes Baptist Mascolo, der Augenzeuge dieses Ausbruchs war, keinen Zweifel daran aufkommen lässt. Alles, was sich auf dem Weg traf, wurde von diesem Sturm und dem Wirbel des Feuers ergriffen. Das Vieh und die Herden wurden niedergeschlagen und zu allen Seiten am Rande der Felder auseinandergeworfen. Bäume, Hütten, Häuser und Türme wurden niedergeworfen und zerstört. Zwei dieser flammenden Ströme waren am schnellsten. Ein starker Strom hat sich auf Herculaneum, ein anderer auf Pompeji geworfen. Die Städte, die früher aus der Asche wieder entstanden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt zum Leben zurückkehren werden. Es ist gut möglich, dass Pompeji und Herculaneum nach den Katastrophen im Altertum weiterhin existiert haben. Manche Forscher bemerkten einen seltsamen Kontrast der äußerlichen Gestalt Pompejis zum Zeitpunkt ihres Entdeckens mit der Stadt, in der das Leben blühen sollte. Offensichtlich war alles mehr oder weniger Wertvolle in der Stadt schon längst gestohlen worden, noch bevor die Geisterstadt Pompeji von der Asche endgültig begraben wurde. So wie Herculaneum wurde auch Pompeji rein zufällig entdeckt. Im Winter 1748 führte Cavaliere Rocco Joaquin de Alcubierre bei Torre Annunziata eine Inspektion des zum Betrieb der Pulvermühlen lebensnotwendigen Sarno-Kanales durch. An dieser Stelle verlief der Sarno-Kanal unter einem mit Weinreben und Olivenbäumen zugewachsenen Hügel als unterirdische Galerie. Deswegen kam Alcubierre zum Schluss, dass der Hügel eine der von dem Vesuv verschütteten Städte verbirgt. Seine Vermutung wurde auch durch den Namen der Flurgemarkung La Civita bekräftigt. Aber als allererste zufällige Entdecker von Pompeji wird ein berühmter Architekt des Papstes, Ingenieur Domenico Fontana, der am Ende des 16. Jahrhunderts gerade diesen Kanal unter Pompeji baute, der mehr als 100 Jahre später Alcubierre inspizierte, erwähnt. Daraus könnte man schließen, dass der Ingenieur beim Bau des Tunnels durch die Stadt unter einer dicken Schicht Asche auf die Dächer und Wände der Häuser stieß. An sich nichts Merkwürdiges, aber... Einen 2 Kilometer langen, in vulkanischen Boden laufenden Tunnel kann man ohne Zwangslüftung nicht bauen. Gefährliche Mopheten, die Kohlensäure ausstoßen und üblich für den vulkanischen Boden sind, machen jegliche unterirdische Arbeiten ohne wirksame Lüftung der Stollen durch die zahlreiche Ventilationsschächte unmöglich. Wenn Domenico Fontana seine Wasserleitung unter der mehrere Meter dicken vulkanischen Asche angelegt hätte, so wären auch die Schächten mehrere Meter tief. Interessant sollen die zahlreichen Schichten aussehen, wenn man viele Meter vulkanische Aschen über Pompeji berücksichtigt, die wie Schiffskamine einer Titanic heute die pompeianische Landschaft schmücken sollten. Das ist aber nicht der Fall. Die Schächte sehen und sahen wie übliche städtischen Brunnen aus. Also versuchen wir jetzt, die Route des Kanals von Ingenieur Domenico Fontana durch Pompeji genauer zu untersuchen. Die unterirdische Galerie beginnt im Bereich des Stadttores Sarno.
unter dem östlichen Ende von Via dell'Abbondanza verlaufend, wo das Pflaster sichtbare Spuren einer gestörten Oberfläche entlang der Route des Kanals aufweist, überquert der Kanal zu dem Bereich, auf dem sich heute ein Experimentalgarten befindet. Die Ausgrabungen in diesem Viertel wurden im 20. Jahrhundert durchgeführt, aber aus irgendeinem Grunde wurde es von Lapillen nicht vollständig befreit. Hier kann man einen seltsamen Bau, der einer Wassermühle ähnlich ist, sehen. Archäologen nennen diesen Bau Bourbonisches Wasserwerk. Aber auf keiner der topografischen Karten bourbonischer oder späterer Perioden findet man innerhalb der Stadtgrenzen von Pompeji Brunnen des Kanals oder irgendwelche Wasserwerke. Bis zum Anfang der Ausgrabungen ist auf den frühen topografischen Karten Pompejis keiner der Brunnen verzeichnet, weil alle Brunnen in der Stadt nur im Laufe der Ausgrabungen, meistens im 20. Jahrhundert, entdeckt wurden. Der Kanal überquert unter der Erdoberfläche die Villa Giulia Felice und taucht dann als Bachlauf im Garten des Hofes Casa della Venere in Conchiglia, neben Palestra Grande, mit einer kleinen Brücke auf. Die ersten Ausgrabungen in diesem Viertel wurden in 1955 durchgeführt. Aber die Ergebnisse dieser Ausgrabungen sind bis heute nicht veröffentlicht worden. Uns ist nicht bekannt, ob der Kanal an dieser Stelle schon immer offen war oder ob er von den Archäologen im Übereifer geöffnet wurde. Der nächste Brunnen ist, wie bei einem gewöhnlichen Kellereingang, mit herabsteigenden Stufen diagonal zur Oberfläche versehen. Dann überquert der Kanal die Via di Nocera. Das ist eine der wenigen Stellen auf seiner ganzen Route, wo er mit Schäden für die Infrastruktur angelegt worden ist. Die Tiefe des Kanals ist in Bezug auf das Straßenniveau Pompejis relativ gering. Mit ein paar Ausnahmen verläuft der Kanal unter Kulturbauten und unter den Straßen und Wänden der Häuser. Nach dem Überqueren des Innenhofes Casa degli Archi verschwindet der Kanal in einer noch nicht freigelegten Region. Hier gibt es noch zwei Brunnen des Kanals, wobei einer von ihnen dem oben beschriebenen bourbonischen Wasserwerk von dem Aufbau her auch sehr ähnlich ist. Früher befand sich ein Brunnen des Kanals auch im inneren Garten des Menanderhauses an der nordwestlichen Ecke des Peristils, der heutzutage dank der Bemühungen der Restauratoren nicht mehr existiert. Man fragt sich zu Recht, welche Ziele werden verfolgt, wenn man in Pompeji die Denkmäler des Altertums bewusst verändert und sogar zerstört. In dem Bürgersteig in der Gasse Vicolo del Chitarrista befindet sich ein Brunnen mit einer Seitentür. Von diesem Brunnen ausgehend führt in südlicher Richtung, Pompeji verlassend, ein weniger bekannter Abzweig des Kanals. Sein Zweck seitens offizieller Version des Baus unter Tage ist unerklärlich. Der folgende Brunnen hat dazu noch ein kleines Fenster in der Wand. Man fragt sich natürlich, wie es den Arbeitern gelungen ist, aus dem Inneren einer senkrechten Grube unter Tage die Außenwände zu verputzen. Und wozu haben sie das Fenster hin, mitten in der Aschenschicht, benötigt? Nach dem Tempio di Asclepio durchquert der Kanal die Höfe des Isis-Tempels und Palestra Sanitica. Eine Radierung von Francesco Piranesi des 18. Jahrhunderts zeigt den Isis-Tempel kurz nach den Ausgrabungen. Es ist gut erkennbar, dass der Brunnen die Seitenschrägungen aufweist, die offenbar ursprünglich mit verschließbarem Deckel ausgestattet worden waren, was für die städtischen und ländlichen Brunnen typisch ist. Dieser Brunnen war der erste von Fontanas Brunnen, der ausgegraben worden war. Deshalb hat man in der Zeit Piranesis noch nicht erraten, welche Bedrohung dieser Brunnen für die offizielle Version des Untergangs Pompejis in antiker Zeit darstellte. Der folgende Brunnen befindet sich direkt auf dem Bürgersteig der Straße Vicolo delle Pareti Rosse. Er ist ziemlich tief und vom Steingitter verschlossen. Einen großen Bogen um Edificio di Evmachia biegend, geht der Kanal unter dem Forum unweit der Tempeln des Jupiters und Apollo entlang und begibt sich dann Pompeji verlassend in westlicher Richtung unter die Stadtmauer. Nach dem Verlassen von Pompeji besitzt der Kanal noch einen L-förmigen Brunnen, der wieder einen Seiteneingang mit Stufen hat.
Die Konstruktion und das Aussehen des Kanals lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Kanal größtenteils im Tagebau gebaut worden ist. Der Sarno-Kanal wurde nach dem Vesuv-Ausbruch im Jahre 1631 außerhalb von Pompeji mit Asche und Lapillen komplett verschüttet und musste erneut ausgegraben werden. Erst nach 20 Jahren wurden die Mühlen wieder in Betrieb genommen und seit 1654 für die Produktion des Schießpulvers für den spanischen Vizekönig verwendet. Es ist unmöglich, dass die daneben liegende Stadt Pompeji von diesem gewaltigen Ausbruch von 1631 verschont blieb. Obwohl die Stratigraphie und Hauswände in Pompeji Spuren von mindestens zwei großen Ausbrüchen zeigen, die Schulwissenschaft besteht trotzdem darauf, dass die Stadt mit dem Auswurf aus einem einzigen Ausbruch des Vesuvs bedeckt worden war. Vielleicht ist unsere Vorstellung über das 17. Jahrhundert einfach falsch. Genaueres wird sich zeigen, wenn weitere Abschnitte des Kanals freigelegt werden, beziehungsweise wenn die Ergebnisse weiterer Untersuchungen vorliegen. Wünschenswert wäre auch, alle Tagebücher der Ausgrabungen des 20. Jahrhunderts und Berichte zu veröffentlichen. Es besteht weiter Klärungsbedarf.